Hallo zusammen. Hier eine Aufgabe zum Thema Auftragszeit. Wie immer könnt ihr an dieser Stelle das Video anhalten und die Aufgabe lösen. Kommen wir zur Lösung. Wir sollen die Fertigungskosten für ein Bauteil bei einer Losgröße von 150 Einheiten berechnen. Gegeben haben wir folgenden Arbeitsplan mit Kostenstellen, mit Rüstzeit, mit Zeiten je Einheit. Teilweise sind die nicht gegeben. Das ist das Erste, was wir dementsprechend berechnen. Fertigungslohn, Fertigungsgemeinkosten, Zuschläge. Gehen wir also her und berechnen zuerst mal die Zeit je Einheit. Die Zeit je Einheit ist definiert als Grundzeit plus Erholzeit plus Verteilzeit. In unserer Aufgabenstellung haben wir den Zuschlagsatz. Das heißt, wir haben die Erholzeit in Abhängigkeit der Grundzeit. Einmal 4%, einmal 6%. Ergibt zusammen 6,82 für die Kostenstelle 2100 und für die Kostenstelle 2300 haben wir eine Grundzeit von 12,8. Hier auch wieder 4 und 6% ergibt insgesamt eine Zeit je Einheit von 14,08. Damit ist unsere Tabelle komplett gefüllt und wir können die nächsten Schritte einleiten. Was ist der nächste Schritt? Wir wollen zuerst mal herausfinden, für jede Kostenstelle, wie lange benötigen wir denn zur Produktion? In der Aufgabenstellung haben wir die Rüstzeit und nachdem wir jetzt für alle drei Kostenstellen auch die Zeit je Einheit haben, können wir damit auch die Ausführungszeit berechnen, denn die Ausführungszeit ist die Zeit je Einheit mal der Menge. Wir haben gegeben eine Losgröße von 150 Einheiten, dementsprechend Rüstzeit plus TE, die wir hier noch sehen, von der Kostenstelle 2100, 6,82 mal die Losgröße 150 bekommen wir 1047 Minuten. Bei der Kostenstelle 2200 beträgt die Auftragszeit, die Rüstzeit mit 118 Minuten plus 12, die Zeit je Einheit mal die Losgröße sind 1918 Minuten. Und das gleiche nochmals für die Kostenstelle 2300 ergibt 2187 Minuten. Jetzt stellt sich die Frage, welche Kosten ergeben diese Zeiten für den Fertigungslohn? Der Fertigungslohn auf der Kostenstelle 2100 ist gegeben mit 18 Euro die Stunde. Das heißt, wir müssen die 1047 Minuten umrechnen auf Stunden. Das heißt, ich nehme diesen Wert und teile ihn durch 60. Dann bekomme ich die Stunden und die Stunden dann mal den Fertigungslohn, der in der Aufgabenstellung gegeben ist. Ergibt einen Fertigungslohn von 314,10 Euro für die Kostenstelle 2100. Für die Kostenstelle 2200 rechnen wir mit den 1918 Minuten geteilt durch 60, ergibt diese 31,966 und hier ist der Fertigungslohn 16,20 Euro. Insgesamt 517,87 und das gleiche dann auch nochmal für den Fertigungslohn bei der Kostenstelle 2300.
Dort kommen wir auf 743,58 Euro. Neben dem Fertigungslohn haben wir noch die Fertigungsgemeinkostenzuschlagsätze, die bei der Kostenstelle 2100 mit 220% angegeben sind, also 314,10 und von dort 220% kommen wir auf 691,02. Genauso bei der Kostenstelle 2200, hier ist der Fertigungsgemeinkostenzuschlagsatz 425%. Also hier die 425% von diesem Fertigungslohn und zu guter Letzt die Kostenstelle 2300 mit 130%. All diese Werte zusammengerechnet ergibt Fertigungskosten von 5.434,12 Euro. Und jetzt wissen wir, dass wir eine Losgröße von 150 Einheiten haben. Das heißt, dieser Wert geteilt durch 150 ergibt den Wert für ein Bauteil, also die Fertigungskosten für ein Bauteil bei dieser Losgröße liegen bei 36,23 Euro. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.